Hier ist das zweite deutsche Fernsehen. Irgendjemand hat Eichen erschossen. Kommst doch noch ganz gut, mein Dickerchen. Schön, dass du dich entschieden hast, noch was abzuschalten. Ich will ja gut aussehen an unserem Tag. Wir müssen es Mutter endlich sagen. Warum denn? Weil man das so macht. Na gut, Schatz. Hier bist du also groß geworden. Mutter? Harry, was führt dich zu deiner Mutter? Frau Klein, wir wollen heiraten. Das kann ich nicht glauben. Das habe ich mir gedacht. Sehen Sie sich das an. Was macht ihr beide da? Ist das Boxspringen? Fast, Frau Klein. Wir beide wollen heiraten. Ich verstehe nicht. Heiraten? Wir lieben uns und wir wollen für immer zusammenbleiben. Das heißt, Harry ist schwul? Und wie? Jetzt wird mir klar, warum er immer Kleidchen anziehen wollte. Und so getan hat, als ob er Fieber hat, damit er ein Zäpfchen bekommt. Mutter, das interessiert den Stefan doch gar nicht. Mein Gott, was hab ich gehört? Ja, Vater, Stefan und ich werden heiraten. So, so? Sie sind also Harrys Freund? Ja. Guten Tag. Gut, ich bin ja da durchaus tolerant. Lack, Leder, heißes Kerzenwachs, Wäscheklammern an den richtigen Stellen, Bondage, SM sind mir und meiner Frau ja auch nicht unbekannt. Vergiss die Peitsche nicht. Nein, nein, natürlich nicht. Also gebt ihr uns euren Segen? Nein, ganz sicher nicht. Ich hätte so gerne Enkelkinder gehabt. Keine Angst, Mutter, wir wollen doch Kinder bekommen. Ganz viele. Da haben wir aber ein Problem. Mm-hmm.